starten. Gucken wir mal. Ah, siehst du, jetzt geht doch. So, da sind wir. Hoffentlich. Ja. Okay, 3 von 5 schon. Das geht ja schneller als gedacht. Moin Pflanze. So, habe ich es jetzt. Gönn mal, komm. 4 von 5. Komm, einer noch. Und? Nein. Ach, der gönnt aber auch nicht, ne? Ist auch mein nur ein Baum hier hat. Ja, aber der ist OP. Dreimal ohne Maske. Gönn doch mal. Einen scheiß Drachen brauche ich noch. Mein Geldbooster läuft auch ab. Willst du mich verarschen? Komm, ein einziger. Ja, jetzt ist der Baum weg jetzt. Der spawnt gleich neu. Einen einzigen brauche ich. Ist halt ohne Lackbooster scheiße. Obwohl, ist ja völliger Quatsch eigentlich, die zu fusionieren. Weil das bringt dir... Na komm, wir tauschen. Das bringt dir ja so viel mehr Boost. Ich hab dich doch schon angefragt. So, da sind wir. Dann kriegst du die 4 Katana Dragons. Einen musst du dir noch selber holen. Und du kriegst noch ein Dia von mir. Einen. Einen einzigen. Na, bist jetzt glücklich? Ne, weiß ich noch nicht. Ah, das One-Hit. Ich muss Dias farmen eigentlich. Weil Dias ist das, was ich noch nicht gemaxt habe. Und eine Aura brauche ich noch. Yo, das gibt übel viel. Aura ist meins gleich. Aura Sword. Ich habe aber keine Crystals irgendwie. Gibt es in dem Dschungel keine neue Axt zu kaufen? Na klar. Wo denn? Weiß ich nicht, musste mal kurz gucken. Wieder so ein Skorpion oder was das ist. Ach, da im Dschungelshop. Ah, was ist denn das? Süßen, ich will ganz süß. Magisches Buch habe ich bekommen.
glaube, das ist insane. Vulkan. Hast du dir eine Aura schon gekauft, Verbrannter? Was? Eine Aura. Hier im Vulkan kann man sich Auren kaufen, gibt es mehr Geld. Für ein B kriegt man die Samurai-Aura gleich. Ich gehe jetzt nochmal Wüste kurz. Die 40 Millionen, die ich gerade noch habe, ausgeben. Reicht, ich kann gar nicht hier. Boss-HP kann ich erhöhen und Kugelreichweite. Sonst kostet alles 65. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 mal 6 ist 36. Das heißt 300, sagen wir mal 400 Millionen ungefähr brauche ich. Dann kann ich einmal durchmixen. Und dann habe ich den Simulator durchgerockt. Wenn ich 4 Millionen habe, das kann dauern. Oh, da ist noch einer. Ein Diabaum. Das ist halt aber auch nice eigentlich. Pro Hit, das heißt, das sind ja recht viel sogar für einen Baum. Guck mal, die Hälfte habe ich jetzt schon fast, obwohl ich gerade mit 0 gestartet bin. Brauchen wir theoretisch noch ein B für die beste Aura, aber dann bin ich halt mit dem Simulator erstmal durch. Ja, und dann? Dann machen wir einen anderen noch. Also gucken wir, wenn wir einen finden. Wenn nicht, könnten wir ja noch eine GTA-Mission machen. Wir haben ja so bis 4:30 heute Zeit. Mal schauen, ich will ja auch bestimmt noch was essen. Dennis, ich hab nichts mehr. Ravioli haben wir doch noch, oder? Ich mach die zweite Dose, mach ich nicht. Irgendwas musst du aber zu Hause haben, wenn nicht mach ich mir eine Terrine oder irgendwas. Matt war gestern. Du Affe. So. Macht er immer und die esse ich dann alleine. Und dann ist er enttäuscht, weil er nichts zu essen hat. Hm, stimmt wirklich. Zack, bin maxed. Hab alles. Oh, 4 Millionen noch übrig, das war knapp. Ich habe vollen Lagerplatz, alles. Warum habe ich 2,15 N? Oha. Ist über viel, glaube ich. Aber ich brauche Dias. Das Geld ist mir eigentlich scheißegal. Ich brauche 1 Milliarde Dias. One-hitte die einfach, die Scheißbäume. Das ist halt nervig irgendwie. Weil die gar nicht schnell genug spawnen. Wer will mit mir tauschen hier? Welcher Affe? Black irgendwas weg mit dir. Hier steht nicht, wer machen will. Ja, das steht da auch nicht, das siehst du erst mal anders. Ja, deshalb lehne ich ab. Mann, nein, ich hab nichts zum Tauschen. Was will der denn von mir? Doch, nerv mich nicht. Gib dir nichts. Affe, er spielt dir selber was.
Also solche Leute finde ich ja immer ganz schlimm, die bei vor allen Dingen so einem einfachen Spiel, wo es jetzt am Anfang nicht Stunden dauert, bis man mal in die erste Dimension kommt, da direkt die Besten vom Server fragen, ob sie was haben können. Das macht doch so auch gar keinen Spaß. Wenn du direkt am Anfang die besten Pets und so bekommst. Ja, oder doch? Keine Ahnung. Macht dir das Spaß? Nee. Ja, siehst du. Der 15 QN Leben hat das Ding halt nur. Das ist mit einem Schlag kaputt. Oh, die Diamantbombe ist bei mir. Ich war viel zu lang am Handy. Das war scheiße, du kannst gar nicht mehr lange ans Handy gehen. Weil du die Bäume viel zu schnell kaputt aus. Habe ich nicht ein Haustier, was Dings boostet? Nee, leider nicht. Ja, ich habe einen Glücksboost. Nice. Bräuchte ich auch eigentlich. Aber die 1B mache ich noch voll und dann reicht es auch erstmal wieder. Vor allen Dingen ohne Glücksboost und so bockt das halt nicht. Ich habe gespielt, Leute, 6 Stunden. 6 Stunden, um den Simulator durchzuspielen, genau. Ich werde es genau bei 6 Stunden schaffen, alles im Simulator zu haben. Wo könnte knapp werden? Komm, 60.000 noch. Und ich habe noch 1,5 Minuten ungefähr. Das ist ein richtiger Speedrun. Unter 6 Stunden, Apollo. Ja. Na, falsch teleportiert. Wie kann man so schlecht sein? Vulkan. Nein, ich tausche nicht mit dir. Los, 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 los. Und? Letzte Aura gekauft. Ich bin durch. In 5 Stunden 59. Ja, nicht schlecht. Ja. Zack. In welcher Welt bist du gerade? Pixel, ne? Hm, eine Minecraft-Welt. Minecraft-Welt, wirklich. Findest du meine Samurai-Axt? Na gut. Wir sind durchverbrannter, wir wechseln. Gleich. Ja, und ich hab's geschafft durchzuspielen. Genau in unter 6 Stunden. 5 Stunden 59 habe ich zum Durchspielen gebraucht. So wenig. Das ist ein Roblox-Simulator, was erwartest du? So lange braucht man da nicht mehr. 2 Wochen. Ja, genau.
Bei Ninja Legends vielleicht. Obwohl da 2 Wochen auch nicht mehr reichen. Neuer Simulator. Wir haben den Stream ja nicht für 20 Minuten angeschmissen, nur um hier einmal kurz zu spielen. Mega Quatsch. Raus, verlassen. Und diesmal gehen wir... Tycoon 2. Was für ein Tycoon? Warte, ich will gucken, ob das der alte ist oder ob das was... Shopping Cart? Retail Tycoon 2 ist das. Das ist der alte. Echt? Ja, klar. Bot Clash haben wir aber auch schon mal gespielt. Ach so, das ist ja auch Fortsetzung. Ja, deshalb ist das. Wir könnten Stone Miner machen, theoretisch. Da haben wir erst 10 Minuten oder so gespielt. Ja, haben wir doch schon mal, oder? Ja, 10 Minuten. Und dann haben wir aufgehört. Aha. Das war eigentlich ganz geil. Gibt's hier eine Gruppe? Nö. Obwohl, der war ja... Ich guck mal, ob es noch einen anderen gibt, der gerade hier im Trend ist. Unten bei Simulator. Klicker-Simulator. Das ist doch 1A. Tapping-Simulator. Zerstörungssimulator. Na, denn der Scheiße, den habe ich schon 1000 Mal gespielt. Fahrzeug-Simulator. Alle ansehen. Hier, so geht das. Gut. Muscle Legends. Ne, das ist ja scheiße. Ist der von Food Factory? Food Factory, scheiße, da habe ich schon 100 Mal gespielt. Ja. Ninja Legends spielen ja immer noch Leute, ich glaub's nicht. Wie kann sich denn ein Spiel über so viele Jahre halten? Yummy Simulator. Ist ja scheiße. Dann gehen wir in den Dingens. In welchen? Oh, in den, hier, in den Stone Miner. Hat auch der Banks schon gespielt. Hab 12.000 als Belohnung erhalten. Aber irgendwie bin ich im Nix. Und kann mich gar nicht bewegen. Was ist das denn hier? Jetzt hat immer noch angezeigt, dass du in Timber-Scheiß bist. Ah, jetzt. Ja. Ist das Internet wieder weg? Ja, ich auch nicht. Verbackter Simulator. Ja. Ach, raus wieder. Man kann gar nicht spielen. Der ist irgendwie verbackt geworden. Protestiert zu aktualisieren. Geht doch jetzt. Geht nicht. Du hängst da in der Luft fest, Apollo. Du kommst da. Kannst du ja gerne mal versuchen. Nee, dann. Raus. Was gibt's denn hier für Geile, die gerade im Trend sind? Wir können den Radwascher-Tycoon weitermachen. Nein, den haben wir doch schon. Livetopia kenne ich schon. Cinema-Tycoon. Da kannst du ein eigenes Kino bauen. Ja. Ja. Das hört sich doch so, man kann ja mal reingucken. Ja. Lumberjack haben wir doch gerade gespielt, oder nicht? Naja. Oh, wenn die Mucke nicht ausgeht, gehen wir direkt... Doch, Mucke geht aus. Ticketschalter, kostenlos. Ich hab einen schwarzen Bildschirm. Aber wahrscheinlich werdet ihr hier nicht reinkommen in mein Game. Weil das ist nur für 4. Das heißt, nochmal raus, neuen Server. Wir suchen uns einen Server ohne Leute. Ich komme hier gar nicht rein. Ich hab einen schwarzen Bildschirm. Super. Verbindungsfehler. Ich kann auch nichts machen. Oh nein, nicht. Was ist denn da los? Server. Alles ja auch schon.
Hier, da. Da können wir alle rein. Hä? Da, warum ist das nicht, ob ich mich verarschen? Ja, aber was so Roblox Premium? Ach, gar nichts brauche ich da. Volle Server ausschließen. 0 von 4 Personen. Aber man kommt da nicht. Was ist denn das für ein Scheiß? Wer sich sowas aussieht. Dann machen wir den Mega-Hotel-Tycoon. Man kommt ja nicht rein, wie du siehst. Aber das ist ja so einer. Hier kommt man auch wieder. Wie geht's so? Ich versuch's nochmal. Weil der Cinema Tycoon, der war eigentlich geil. Aber. Die Server sind alle voll. Kommt man nicht drauf. Muss man ein anderes Spiel suchen. Weil das ist auch scheiße immer an den Tycoons. Da passen nur 4 Leute auf einen Server. Mega Menschen Tycoon. Restaurant Tycoon, was hat er? Wir können auch in den Schneeschippen-Simulator. Den hatten wir schon. Den hatten wir noch nicht. Doch. Na, Schneeschippen doch. Hier, Schatzsucher-Simulator. Der ist scheiße. Joint mal nach. Was, wo bist du denn drin? Na, der ist kacke. Warum? Wo bist du denn drin? Du gehst erst einfach auf meinen Namen und dann... Wo du drin bist, will ich wissen. Was wir spielen? Restaurant. Der ist doch scheiße. Restaurant ist doch scheiße. Habe ich schon tausendmal gespielt. Emergency... Kriegst du nicht mal wieder Hunger. Was ist denn aber das? Ist klar. Für dich gibt's nur Restaurant oder einen Toiletten-Tycoon. Der Scheiß-Tycoon. Mann, hier sind die Server alle voll. Ich hoffe einfach, dass ich ohne Leute komme. Aber der Schneeschippen-Simulator, der hört sich eigentlich nach was Gutem an. Versuch mal zu joinen. Den haben wir doch schon mal gemacht. Haben wir noch nicht? Schneeschippen. Nein. Oh, ja, da gibt's eine Gruppe. Komm in die Gruppe. Bist du in die Gruppe reingegangen? Nein, bin ich nicht, aber ich verstehe den auch nicht. Und der sieht ganz scheiße aus. Siehst du, hast hier deine Schippe? Ja, aber ich krieg gar keinen Schnee dazu, wenn ich Schnee schippe. Ach, da vorne muss man, aber das ist doch trotzdem kacke. Der ist irgendwie nicht so geil wie er. Schön war. Gemacht. Nee, der ist über scheiße gemacht. Nee, hier musst du den Schnee wegschaufeln. Im Schneeschippen-Simulator, aber der ist irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Der Schnee ist zu dick. Restaurant Tycoon wäre aber auch eigentlich geil. Den habe ich damals 3-mal durchgerockt oder so. Wir gehen in den OG Restaurant Tycoon. Meiner ist gut, der ist wirklich. Ist das vielleicht der? Da ist auch kacke. Da hab ich keinen Bock drauf. Dann spielt ihr immer. Wir gehen doch jetzt in Restaurant Tycoon ist wirklich geil, obwohl der ist professionell auch gemacht worden. Der ist scheiße. Obwohl der ist geil. Ich habe den damals mit Lukas und TK 30-mal durchgerockt. Ja eben, den haben wir schon gespielt, Dennis. Du noch nicht? Doch. Also einmal bestimmt. Was ist denn das für eine Scheiße? Sei mich der Server voll. Was ist denn der Verbrannte? Ich sag, der sieht so kacke aus. Was sieht so kacke aus? Wozu habe ich einen Koch, wenn ich alles selber machen muss? Restaurant Tycoon 2, aber du hast den Müll Tycoon. Ist ja scheiße. Restaurant Tycoon 1 war besser. Viel besser. Na. Lass mal Restaurant Tycoon 1 nämlich rein. Lass. Restaurant Tycoon 1 war ein Banger. Der war wirklich, den konnte man auch 10 Stunden am Stück spielen. Tycoon 1. Boah, die Musik hört gar nicht auf, obwohl ich schon von dem Piss-Server runter bin. Das ist er, glaube ich. Das ist ein legendärer Tycoon. Ja, das ist er. Boah, wie geil. Da, ich habe hier schon 3 Läden. Ja,
Da kann man aber nicht beitreten. Doch, kann man. Nein, kann man nicht. Jetzt. Mal, der ist scheiße. Der Japan gibt einen Scheißname. Weg, das ist ja peinlich. Und was? Panzer Bildschirm. Super Spiel. Neues Spiel starten. Ich möchte. Amerikanisch. Bei mir gibt's nur. Hier, den nehme ich. Banger. War bei euch auch schwarzer Bildschirm? Nein. Mamma mia. Mamma mia. Komm nochmal neu rein. Restaurant. Ja, das war. Komm ich nicht drauf klar. Möbel platzieren. Ja. Ich brauche zwei dicke Holztische hier. Direkt. Aber ist eure Lobby vielleicht voll? Weiß nicht. Das kann sein. Vier Leute passen da rein. Nee, passen nicht. Wir sind ja hier zu fünft in der Lobby. Oh, eine rostige Küche habe ich. Restaurantname, wie nenne ich mein Restaurant? Ja, geil. Ich mach mit. Ja, kannst ja reinkommen. Hast uns ja als Freunde. Ja, der Verbrannte ist gar nicht bei uns drin. Wie, der ist gar nicht bei uns drin? Komm mal bei uns rein jetzt. Das geht jetzt sicherlich. Einer ist rausgegangen. Au. Ja, und Roblox hängt sich schon wieder auf. Was wird denn eigentlich? Was hast du für einen Rechner, bei dem sich selbst Roblox aufnimmt? Da ist halt, du bist doch drin, wo ist denn das Problem? Ja, eben, aber die ganze Zeit schwarz. Die Herren und Damen, was wollen sie denn? Das sieht gut aus. Ikea. Dasselbe wie immer, Zwiebelringe. Sie waren noch nie bei mir essen. Wir haben gerade das erste Mal geöffnet. Was für wie immer. Dreimal Zwiebelringe wird gemacht. Ein Tisch für vier, bitte. Ja, für zwei. Ja, setzen Sie sich einfach da ein. Wir haben keinen anderen Platz. Ach, hier. Zwiebelringe. Und wie mache ich jetzt Zwiebelringe? Ich meine, jetzt bin ich hier irgendwie im Möbelhaus gelandet. Wo? Thea Apollos heißt dein Restaurant. Naja, griechisch. Ja, guck mal, wie mein Restaurant heißt. Wie heißt dein Zell? Lies mal. Ja, ich weiß nicht, wie ich aus dieser Scheiße rauskomme. Guck doch mal bei mir einfach. Dennis, ich will doch Kuchen kommen. Aber wie kriege ich die Kacke hier weg? Beenden, Apollo. Ganz einfach. Ja, aber ich habe dann immer andere Bilder hier. Ja, dann gehst du... Da, du bist ja auch beim Shop gerade rechts. Dann rückst du auf den Shop. Kann man denn, und jetzt kann auf man den Fall. Mit R wahrscheinlich. Oh. Welches ist denn deins? Was, meins ist das da vorne? Wirst du schon erkennen. Leertaste, Rechtspfeil, Abwärtspfeil, Abwärtspfeil. Let's go. Chicken Wings. El Dünchissimo. Chicken Wings. Zwiebelringe. Kriegen sie. Kein Problem.
Rechtspfeil, Linkspfeil, Linkspfeil, Leertaste. Zwiebelringe, kein Problem. Na guck mal, meine wollen da essen, ja. Bei mir. Dreimal Zwiebelringe wird gemacht. Linkspfeil, Leertaste, Linkspfeil, Abwärtspfeil. Linkspfeil, Rechtspfeil, Abwärtspfeil, Aufwärtspfeil. Ja, Rechtspfeil, Aufwärtspfeil, Linkspfeil, Rechtspfeil. Na, einen schönen griechischen Salat, sehr gut. Gute Wahl. Ha, ich habe auch eine lange Hand, da ich das von hier hinten aus geben kann. So, guten Appetit. Sag ich das, aber der Simulator ist so geil, ich könnte ihn schon wieder den ganzen Tag spielen, wirklich. Es fängt schon wieder so geil an mit Kochen und so, der ist so gut gemacht einfach. Linkspfeil? Hä? Linkspfeil, ach oder? Das ist für eine Kacke. Das ist geil, aber später, wenn du einen angestellten Koch hast, musst du das eh nicht mehr machen. Thea Polz, hä, wo ist denn der Verbrannte? Hä, der Verbrannte ist weg. Wo ist denn der Verbrannte jetzt hin? Weiß ich nicht. Der ist auch im Discord gemutet. Ja, dann kam bestimmt seine Mutter rein. Der Drachenmann. Warum hab ich nur einen Stern? Hallo, mein Restaurant ist geil. Hier ran, ich war kurz einmal weg. Geschirr wird eingesammelt, natürlich. Hä, wie kann ich denn jetzt kochen hier? Halt einfach hinter die Theke. Ja, aber ich verstehe das nicht hier. Du hast doch Bestellung beide angenommen. Ja, und wo muss ich jetzt machen? Da hinter die Theke einfach stellen. Gerade war hier ein grünes. Ja, jetzt, ja, das ist doch, mach es doch jetzt nicht mehr. Boah, die haben aber Hunger. Burger wird gemacht. Ich mach einmal 20 Cheeseburger. Bestellungen sind alle aufgenommen. Kann ich nicht zwei auf einmal tragen? Nein, geht nicht. Aber du musst gar nicht laufen. Du kannst von da aus die anklicken. Warum will der Letzte nichts? Weiß nicht. Der ist hier nicht zum Ausruhen. Einfach hinsetzen der und ist satt ist. Vielleicht. Da schon wieder. Der vierte, der will nicht, macht so ein Arsch. Lass ihn doch. Nein! Wenn er sich aufwärmen will, dann soll er halt woanders hingehen. Ach, der große Cheeseburger. Da gibt's auch noch kleine und große. Hat aber wer mächtig Hunger. Ich hab gleich mein erstes Geld verdient. Ich kann hier arbeiten, ja, sollst du aber nicht. Das ist meine Küche hier. So, darf ich nur was zahlen oder bezahlen hier? Mal abräumen. Zack. Ah, die wollen jetzt noch Nachtisch. Ach, Nachtisch voll. Alle vier. Ja, alles klar. Kriegt ihr. Ach, ist schon fertig das Geschirr, ja. Haben sie noch mehr Hunger? Sind sie noch verfressener? Oder kann ich jetzt endlich... Ja, 61 Bargeld. Die möchte noch einen Donut. Ich glaube, es hackt. Donut wird natürlich aber den Kunden gebracht. Da kommen auch schon die nächsten. Tisch für zwei, bitte. Aber klar, natürlich. Sag mal ein paar Zweiertische holen. Ich gehe mal direkt zum Möbelhaus. Was ist denn das für ein Möbelhaus? Ach, Lademöbel. Wollte gerade sagen. Ein Möbelhaus ohne Möbel. Ja, so ein paar gammlige Holzstühle. 25 Euro. Ich verarsche. 10. Die sind alle billig. Polsterstuhl.
15 Bargeld. Dann kaufe ich, man muss auch mal investieren, kaufe ich davon mal 2 und einen kleinen Tisch. 15. Dann habe ich jetzt auch einen Tisch für 2. Du hast dich verschrieben, ne? Du hast Theapolos mit Doppel-P geschrieben. Was? Du hast Theapolos mit Doppel-P geschrieben. Achso, ja, kann sein. Geben Sie das Geld her. Oder muss er noch was essen? Ne, 37 Bargeld. Chicken Wings. Da kommen schon die... Oh, ein Tisch für 4. Kriegen sie natürlich. Hier vorne direkt. Ich baue jetzt aber erstmal. Dann kommt jetzt hier erstmal ein Tisch für 2 Personen hin. Mitarbeiter, könnte ich mir schon einen Koch einstellen? Was habe ich denn hier? Ach genau, einen amerikanischen Laden habe ich. Was kostet denn ein Koch? Tisch für 2 bitte. Perfekt. Wo ist denn jetzt mein Koch? Ach, Arbeit beginnt. Lohnkosten alle 2 Minuten 2 Dollar. Ich glaube, das kann ich mir leisten. So, einmal alle Bestellungen aufnehmen. Und jetzt kann es direkt losgehen. Warum kriege ich auf einmal Musik? Wo? Weiß ich nicht. Später kann man auch dicke Mucke nämlich in sein Dings reinmachen. So, wie wär's das mal mit bezahlen hier und mal wieder Platz machen für andere Gäste? Du hast doch schon dein erstes Geld, oder nicht? Ja, jetzt. 61 Euro. Habe ich auch bekommen. Kannst dir neue Möbel von kaufen, neue Tische. Ein Tisch für 2. Ach, bei Ikea. Das heißt, Ikea heißt ja wirklich so. Oh, 2 Cheeseburgers noch. 3 Cheeseburger. Ich hab mich verguckt. Und da ist der letzte Cheeseburger. Oh, da wollen wir einen Pancake. Kommt er natürlich. Hast du auch gelb, ja. Pfannkuchen. Kriegt er. Geschirr wird eingesammelt. Die wollen alle Pfannkuchen hier noch haben. Ist wohl sehr beliebt. Kann ich nicht hier heute auch noch einen Kellner einstellen? Weil dann müsste ich ja gar nichts mehr hier machen. Kellner. Arbeit beginnt. Gehst du da bleiben im Restaurant, bis ich mit meinem Möbeleinkauf fertig bin. So, und jetzt mal bezahlen hier, Freunde. Oh, der Kellner macht hoffentlich jetzt alles und ich muss gar nichts mehr machen. Tisch für 3, bitte. Ja. Ja, natürlich wünschenswert. 56. Du hast Diamanten als Trinkgeld bekommen, nice. Hä, ich hab noch keine. Aber die Mucke ist hier so geil im Möbelhaus. Ja. Was
kostet eine neue Küche. 25? Ne, das ist ja die Scheißtick, die verrostete. 50. Da kann ich mir kaufen. Dann hole ich mir direkt die neue Küche. Ich tu mir doch nicht so eine Scheißküche an. Aber bin ich gleich bestimmt im Minus, weil wenn ich jetzt gleich 4 Dollar bezahle an meine Mitarbeiter, ist auch super Lohn. 2 Dollar. Wird abgecashed jetzt. So, einmal wird hier abgerissen. Tisch für 2 bitte, den habe ich zufällig gerade da. Da, bitteschön. Wahrscheinlich muss ich erst, warte, die Arbeit einmal. Arbeit beenden. Jetzt kann ich das wahrscheinlich löschen. Ja, für 18 Dollar ist ja okay. So, Möbel platzieren. Oh, da geht einer mit 0 Bargeld. Was soll das denn? Ich habe nur kurz meine Theke hier geändert. Koch. Arbeit beginnen. Oh, sie bekommen direkt einen Tisch. So, und kann man nicht auch hier Kellner einstellen oder so? Ja, kann man doch. Unten. Beim Kellner-Symbol. Du kannst auch Küche einstellen und so. Bestellungen werden alle aufgenommen. Ich beobachte dir jetzt mal hier bei der Arbeit. Ich habe 107 Dollar. Ja, ich komme doch schon, Freunde, hier. Bestellung. Tag, Tag, Tag. Was darf hier sein? Das wird hier. Alles klar, alles gut. Den Cheesy, den mache ich mal selber. Weil meine Kellnerin gerade ein bisschen viel zu tun hat. Ich kann aber eigentlich 2 Kellner einstellen. Wo ist denn das Problem? Arbeit beginnen. Ich habe 6 Dollar, die alle 2 Minuten. Das ist ja nix. Und 2 Kellner, die können das ja viel besser. So, dann kann ich nämlich jetzt einmal zum Thea Apollo gucken. Wie es bei Thea Apollos aussieht. El Dincissimo. Aha. Uli, was hast du denn für ein Restaurant? Griechisch. Griechisch. Mhm. Ich sehe da Muscheln irgendwie. Deine Lohnkosten betragen 6 Dollar. Ja, das ist ja kein Problem. 6 Dollar ist ja nix. Wo steht denn? Achso, da steht was ich hab. Ah, die sind doch zufrieden hier. Was kann man noch für Leute anschauen? Drive-In-Mitarbeiter, Weltstar-Koch. Nee, das brauche ich ja alles erstmal gar nicht. Tycoon aufwerten. Oh, das ist sehr teuer. Mit Drive-In und sowas. Nee, das habe ich noch nicht, das Geld. Kann ich die Preise hier erhöhen? Nee, wäre aber lustig. Ach ne, das wollte ich gar nicht. Nö, sonst kann ich jetzt eigentlich erstmal nichts machen. Ich muss warten, bis ein bisschen Geld jetzt nochmal von denen auf den Tisch kommt, damit ich einmal dick shoppen gehen kann. Neue Tische und alles. Ach, Feuerpflanze ist da. Geschirr sammeln, hast du wohl schon eingesammelt. Ach, das war... Ich habe keine Zeit zum Quatschen, Pflanze, ich muss kochen. Du hast noch keinen Koch eingestellt? Nein. Koch ist das Wichtigste. Oh, Geld. 42 Dollar eingecashed. Ah. Hoffentlich, wie kann man einen so geilen Tycoon entwerfen? Wenn der Opa jetzt hier aufgehört hat, gibt es hier nochmal Geld. $6 Lohnkosten, kein Problem. Plus Trinkgeld. Hey, hat wer Geburtstag? Ja, nice. Herzlichen Glückwunsch. So, ab zum Shop. Und jetzt ist wichtig ein paar Tische, ein paar Stühle, ein paar Tische.
So, ich wollte noch mal. Oh, schon wieder einen Diamantentrinker. Vierertisch eventuell machen. So. Ein Vierer. Noch ein Zweiertisch. Das heißt, ich kaufe hier nochmal einen kleinen und nochmal einen großen Tisch. Was kann man hier noch kaufen? Mitarbeiteroutfit. Hier im Anzug natürlich. Outfit ändern. Ach, Dias kostet da heavy, ist doch geil. Guck mal hier. Du kannst dir. Oh, es kostet viel. Der Sternekoch. Ach, habe ich gekauft jetzt, oder was? Cool. Okay, dafür ist es also. Oh, hier kann man sich Flaggen hinhängen oder so. Ja, ein Bild. Das, was ist denn ein Restaurant ohne Bilder und so an den Wänden? Das ist ja scheiße. Eine Uhr braucht man. Da muss man auch einfach mal 25 Bargeld investieren. Hier Wi-Fi-Zone und jetzt habe ich durch Pleite. Da kommt der T-Apollo auch schon. Warte, was machst du denn da? Ist bestimmt auch wieder Geld im Restaurant am liegen. Mein Restaurant soll ja auch eine gute Bewertung haben. Ja, 3,5 Sterne nämlich. Was ist ein Biermangel? Design. Ja, Design. Klar, Unterhaltung gibt's auch noch nichts hier. Kein Geld auch hier, 14. Oh, 20 plus Trinkgeld. Möbel platzieren. Das ist gar nicht dieselbe Farbe. Ist ja schade, egal. Ist aber auch erstmal egal. Was mache ich denn hier? Obwohl, nee, so ist besser eigentlich. Dann machen wir dort doch so. Den dicken. So. Jetzt haben wir auch auf jeden Fall, jetzt können mehr Gäste gleichzeitig kommen, das heißt mehr Geld. Und ich bräuchte eigentlich mal eine zweite Küche, weil ich echt kritisch an hier. Ich mach mal kocht, da mache ich mal die Arbeit beenden. So, weil ich muss das hier einmal. So, Möbel platzieren. Ach, Wanduhr habe ich ja auch noch, stimmt. Dann packe ich die hier hin. Und das kostet nur so Wi-Fi. Ja, ist auch durchschnittliche Tick, die kommt nämlich jetzt hier hin. Schnell den Koch wieder einstellen. Weil die gehen mir hier alle die Gäste ohne Geld dazulassen. Dann brauche ich jetzt noch einen Küchentheke. Jetzt habe ich so einen Billo-Scheiß, kaufe ich hier nicht. Nur die guten Sachen für 50. Die würde ja 75 ich mir leisten können auch, aber egal. Oh, Tycoon-Teleport. Dass ich sowas Geiles ausgedacht. So. Wenn wir platzieren, da kommt natürlich die nächste Theke hin, ist ja ganz klar. Und jetzt muss ich einen neuen Koch einstellen. Warum muss ich das Bargeld einsammeln? Warum macht das nur die Kellner nicht? Ja, verstehe ich auch nicht. Kann ich keinen Koch mehr einstellen? Das ist ja scheiße. Oh, ich schon wieder einen Diamanten. So, das ist natürlich gut aufgehoben. Der Weltstar-Koch. Ich kann keinen Koch mehr einstellen irgendwie. Ja, vielleicht muss er ein Restaurant upgraden. Oh, das könnte sein. Lass mich mal hier gucken. Ja, wo ging das nochmal? Hier, Restaurant. Ach, da nämlich auf Abbrechen. Tycoon aufwerten. Außenbereich, Drive-in, Mega-Grundstück, erweitert? Ne, Grundstück, das brauche ich ja nicht. Ach, Stufenaufstieg wahrscheinlich, für 50 Bargeld. Dann soll mal einer hier Geld da lassen. Kostet jetzt auch mehr, scheiße.
Das ist ja voll dumm, da ich dann die Küche jetzt gekauft habe, wenn der gar nicht. Ja, dann wieder verkaufen. Wusste ich ja nicht. Ja, 35, das ist okay. Bisschen Verlust jetzt gemacht, aber das ist aushaltbar. Achso, da muss ich warten, bis ich mir die leisten kann. Jetzt mal wieder ein paar Gäste abrechnen. Die Gäste sind aber auch scheiße, ne? Na, lass mal draußen mal auf meine Bewertung gucken. Mal sehen, ob ich besser bin als der T-Apollo. 3,9 Sterne. Das machen wir erstmal nach. Mit deinem komischen T-Apollos Restaurant. Du hast nur 3 Sterne. Mhm. Menüauswahl nur 2,5. Bei mir ist die Menüauswahl, die steht an erster Stelle. Menüauswahl 5 Sterne. Design 3,5. Unterhaltung 2 Sterne. Mhm. Bei dir sind die Kunden nicht so zufrieden. Würde ich mir mal überlegen, warum. Brauche ein bisschen Unterhaltung oder so. Unterhaltung ist schlecht bei mir. Es sind halt zu viele Kunden tatsächlich. Der Koch schafft das nicht, aber ich kann auch irgendwie keinen zweiten einstellen. Dann brauchst du weniger Tische. Na komm ja auch, vielleicht muss ich den Koch einfach nochmal upgraden. Was kostet das jetzt? Das kostet Dias 50 Stück. Achso. Ich bin im Minus. Eieieiei. $1 im Minus. Dann willst du gleich mit deinem Restaurant bergab gehen. Nee. Ich habe ja nur gerade meine Dinger bezahlt. Meine Mitarbeiter. Aber das... Das Problem ist, hier sind 1000 Leute. Aber die sind alle so lang am Fressen, dass ich kein Geld bekomme. Die holen sich 10 Gänge oder so. Und geben mir dann $40 dafür. Gönnen auch wirklich keinen einzigen Cent drüber. Endlich. Boah, aber die haben auch direkt 105. Halbe neu, ja moin. Die haben auch direkt $200 da gelassen. Aufstieg, 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 Aufstieg. Zack. Ja, ich hab kein Geld mehr, scheiße. Da fehlt ein bisschen Bargeld. Wenn die aber jetzt endlich mal gehen würden. Wings. Ach, die wollen. Mach mal hier lieber die Bestellung fertig. Ich will mein Geld haben.
Ach, da geht doch. Ach, ich kann hier. Ah! Nice! Schön Außenbereich gleich machen. Ja, gleich. Es ist teuer. Ja, was kann man machen? Kriegt man erstmal 400 zusammen. Ja, ich finde kacke, dass die Kinder nicht hier automatisch einsammeln. Spielst du was ist Arsenal? Noch nie gehört. Das können wir auch nicht. So, kommt jetzt hier neue Gäste. Und jetzt gibt es sogar hier lecker Kaffee und sowas bei mir. Heiße Getränke. Es gibt bestimmt direkt eine Aufwertung. Wo ist so cheesy? Das dauert ewig, bis die hier mir wieder Geld springen lassen. Ein normaler Möbelladen. Falsch. Auch dieser Möbelladen ist Teil von Mecklenburg-Vorpommern. Moin, Hanandi. Ein Ego-Shooter in Roblox? Ne, kenne ich nicht. Hey, wo bist du? Ach, du, ich bin gerade bei IKEA. Beim Militär? IKEA. IKEA, hallo, keine Werbung. Lass mich mal auf deinen Kopf. Hallo, warte. Nee. Doch. Mitarbeiter-Outfits. Ja, die kosten aber Dias. Und ich verstehe es auch tatsächlich nicht, wie man die bekommt irgendwie. Da, Kellner, Outfit ändern. Na klar. Ja, aber irgendwie, amerikanischer Koch, Outfit ändern. Marinekoch. Standard-Outfits. Aber irgendwie kann man das halt nicht kaufen. Marinekoch, italienische Jacke, Orange Barista. Na, aber die kosten 40, so viel habe ich ja gar nicht. Nee, da gibt es auch günstiger oben. 50 Bargeld, 20 Bargeld. Jetzt kann ich mein Dings upgraden. Arbeitslevel 3, Lohnkosten sind auf 9 gestiegen. Kann ich jetzt mittlerweile einen neuen Koch einstellen? Nö. Irgendwie nicht. Was zu runraten? Ja, ich habe eh nichts Besseres zu tun. Ich frage jetzt, wo ist dein Restaurant? Das. Mit McDrive und so schon. Das ist okay, ne? Nicht schlecht. Sieht aber mau aus hier. Mit der Kunden. Hier ist ja niemand. Von 1 bis 10 ist dein Restaurant eine. Ja, schon so eine 5. Meins oder deins? Feuerpflanze. Weil irgendeinen Grund muss es ja haben, dass da niemand essen geht. Immer das Hotdog hier. Spare Ribs.
möchte einen neuen Koch anstellen. Mann, dann muss ich halt zum Laden. Weil irgendwie was anderes kann ich jetzt auch nicht machen. Wie kann ich denn hier die Theke löschen, weißt du was? Ja, auf Möbel löschen. Ja, und dann? Dann auch verkaufen, du möchtest die ja verkaufen. Ja, habe ich auch gemacht, aber ich kann die nicht anklicken. Doch, kannst du. Ja, weil da doch noch einer am Arbeiten ist. Der muss ja erst einmal die Arbeit beenden. Ach so. Radio kaufen. Fröhliches Radio, klassisches Jazz. Elektronik natürlich. Wild. Elektronik-DJ-Pool, da habe ich noch kein Geld für. Das brauche ich noch nicht. Ein Aquarium. Kaufe ich. Man muss auch manchmal einfach investieren. Ich hab's extra schon, damit ich bauen kann. Ja, das kann ja jeder sagen. Du kannst auch ehrlich sein. Dein Restaurant läuft einfach nicht. Sei doch ehrlich. Bei mir läuft's halt einfach besser. 3,7 Sterne nur noch. Warum geht das runter? Ein schönes Bild hier erstmal an die Wand zimmern. Dann hier dick das Radio. Und das Aquarium. So, weil jetzt haben die auch was zu gucken. Und jetzt wird erstmal die Mucke angemacht. So, dann jetzt einmal schnell hier. Die Mucke ballert jetzt in meinem Restaurant. Und wenn die das nicht geil finden. 3,9, siehst du, Unterhaltung und Design geht nämlich jetzt hoch. Fast 4 Sterne. Jetzt kommen die Kunden wieder. Ich komme nochmal. Erstmal zu Thea Pols gucken. 3,6 Sterne nur. Lusche. Ich sehe hier keine Kunden, muss ich sagen. Ja, ich habe ja gerade umgebaut. Ich bin doch gar nicht bei dir. Ich sehe hier nur 300 Rentner-Kellner. Keine Kunden bei dir. Schlecht. Ich glaube, man sieht die Kunden einfach nicht als anderer Spieler. Wo ist denn deine Musik eigentlich? Ich habe noch keine. Ich würde dir ein Radio empfehlen für 30. Das ist echt geil. Da hast du richtige Elektromusik und so. Oder Jazz kannst du dir auch holen. Das ballert richtig. Ja, ich brauche griechische Musik. Eldin Schissimo ist eine richtige Bude jetzt. Oha, die hat Moonwalk gemacht, Apollo. Die ist krank, guck mal in den Stream. Die hat Moonwalk gemacht. Offline, ich zeig dir gleich. Meine Kellnerin. Guck jetzt, schau. Wenn ich gleich in mein Restaurant reinguck, schau jetzt. Guck, die macht da vorne Moonwalk. Hey, yo. Ganz entspannt. Oh, gib mal Geld her. 236, gleich kann ich den Außenbereich holen. Ich gehe aber nochmal vorher shoppen. Ja, das ist ja für außen, das brauche ich ja. Oder eine neue Küche wäre eigentlich. Kann ich jetzt mal einen neuen Koch einstellen? Nö, irgendwie immer noch nicht. Oder einfach noch einen Tisch. Ein Platz für einen habe ich sicherlich noch. So ein paar Zweiertische noch. Vier. So, habe ich das einmal. Und hier noch ein bisschen eine Weltkarte. Dann noch eine Amerika-Flagge, USA hier. Und eine Auszeichnungstafel. Geh doch hier links auf Teleport to Tycoon. Da bist du direkt wieder da. Boah, die Mucke ballert hier so in meinem Restaurant. Wie kann man denn hier nicht Bock haben, die ganze Zeit zu chillen? Bisschen eng wird es langsam hier.
Auszeichnungstafel kommt direkt hier zur Küche. Das ist eine geile Musik, ne? Oh, das DJ-Pult eigentlich. 4 Sterne habe ich erreicht. Das ballert! Hast du auch? Was hast du dir geholt? Für ein Radio? Ja, ich hab die ganze Anlage geholt. Weil du hast recht, das DJ-Pult. Dafür habe ich aber keinen Platz. Hörst du die Musik? Ja klar. Schön griechisch essen dabei. komm mal in mein Restaurant. Komm mal in meins. Das passt auch total. So schön ein bisschen amerikanisch essen. Einfach, du willst ganz entspannt essen und du kommst rein und da läuft so Techno. Komm mal rein. Ja, ich bin unterwegs. Ja, voll, ja bei mir auch. Aber okay. Dabei läuft die Geburtstagsmucke hier noch. Oh, das ist aber leer hier. Naja, alles voll, alles besetzt hier. Wir sind ausgebucht heute. Ja, ich sehe bei dir, aber bei mir ist alles leer. Aber da steht Essen auf dem Tisch. Ja, super. Guck mal, meine Kellner hier. Ich habe aber leider nur einen Koch, das ärgert mich ein bisschen. Ich hätte gern mehr. Aber irgendwie, ich weiß nicht, warum es nicht geht. Ich spare jetzt aber auf 50 Diamanten. Die Mucke ballert hier richtig. Na, guck mal, 4 Sterne habe ich mittlerweile fast. Ich habe 4 volle, du Lusche. Meins ist besser, mein Restaurant, ganz klar. 4 Sterne, glatt. Servicegeschwindigkeit 4,3, Design 3,7, Menüauswahl 5, Unterhaltung 3,1. Unterhaltung, da fehlt halt noch ein bisschen was. So eine Glotze oder so. Aber ich will jetzt auch nicht. Das Geld. Und kann ich das nicht von außen holen, das Geld? Ja, wie gesagt, was mich ein bisschen nervt, ist, dass man das immer selbst einsammeln muss. Ja, das geht. Das ist aushaltbar. Ja, dafür habe ich doch meine Kellner, tatsächlich. Weil die Kellner schaffen es nicht. Ich brauche mehr Platz, tatsächlich. Ich auch. Ich brauche mehr Platz und frischen Wind. Ich muss schnell woanders hin, sonst wachse ich hier fest. Mein jeder Tag ist so gleich. Ich ziehe Runden durch meinen Teich. Ich will nur noch hier raus. Oh, die Mucke, die ballert so. Ich mache jetzt den Außenbereich gleich hier. Jakob Schmid, moin. Lass mal Airplane Simulator spielen. Nee, Airplane ist scheiße. Ich kann keine Mitarbeiter mehr einstellen. Ich auch nicht. Hä, wie viel? Wieso hast du so viele? 3 Kellner und... Das ist es ja.
guck mal, ich hab nur Kellner, Kellner und amerikanischer Koch und es geht nicht mehr. Egal was ich hier drückt hab, kommt kein neuer. Vielleicht muss ich mal neu joinen. Oder? Ah! Hier hast du die auch aufgelevelt? Ganz gut. Ja, hab ich. Ja, ich noch nicht. Was ist das? Dein scheiß Koffer aus, das sind die Kackmusik, hört man. Was läuft denn da für Scheißmusik in deinem Restaurant? Apollo, sag mal dein Geld ein, sonst klaue ich dir das gleich alles hier. Hier liegen bestimmt 200 auf den Tischen. Ja, brauche ich jetzt auch wieder. Ja, sag mir mal ein, da liegen 200 auf den Tischen. Von welchen Airplane sprichst du? Ja, von allen. Was will man denn mit Flug? Flugzeug ist doch beschissen. Aus unseren Comments, ach du Scheiße. Da kommen die ganzen Comments. Ausrufezeichen, ich muss groß. Ich hab 400, ich kauf den Außenbereich. Tycoon aufwerten. Oder soll das Grundstück erweitern, lieber? Jetzt wird's schwer. Nee, Außenbereich erstmal. Zack, boah, geil. Dann muss außen aber auch eingerichtet werden. Das heißt, gib mal ein bisschen Kohle. Lass mal ein paar Moneten springen. Dann nicht. Ausrufezeichen was? Das ist peinlich, das ist noch von damals. Das war ein Rechtschreibfehler drin, sehe ich gerade. Ach so Scheiße. Außenbereich, wo ist denn Außenbereich hier? Das hatte ich doch gerade. Hier vorne, das ist doch hier Außenbereich. Tisch mit Sonnenschirm. Hier war doch noch gerade... Ja, hier vorne nämlich. Mülleimer. Erstmal hier Willkommensschild, ne? Braucht man. Ist klar. Willkommensschild. Dann ein geöffnetes Schild für die Wand. Zwei Tische hiervon und für Stühle reicht's nicht mehr. Airplane Story habe ich bestimmt schon mal irgendwann gespielt. Der kommt mir viel zu bekannt vor. So, erstmal das Willkommensding. Ach, man kann es gar nicht außen hinhängen. Das ist doch an die Tür. Geöffnet. Hä, was ist denn das? Wo hängt denn das jetzt? Ach du Scheiße. Ne, ist ja scheiße. Ne, lass mal. Dann mach ich das gleich wieder weg. So, ich habe jetzt ziemlich viel Geld in die Ausbildung meiner Mitarbeiter gesteckt. Ich hoffe, das rentiert sich. Verkaufe ich wieder, scheiß geöffnetes Schild. Generation 3, ja, ist egal. Jemanden als Trinkgeld, ja, besser ist es. Aber ich kann immer noch keine weiteren Köche. Und langsam wird das, ist der Koch hier echt überfordert. Ich kaufe mir einfach mal eine neue Küche und guck, ob da irgendwas geht da. Ich kaufe mir mal direkt so eine Superküche. Vielleicht brauchst du eine zweite Theke für den zweiten. Habe ich doch schon hingestellt einmal. Achso. Und deshalb habe ich die dann ja wieder verkauft, weil ich keinen einstellen konnte. Ich stelle erstmal hier hin, ist ja erstmal provisorisch. Aber geht nicht. Ich join mal neu ins Spiel. Vielleicht ist das irgendwie verbuggt. Nein. Weißt du doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass du irgendwie auch 30 Leute einstellen kannst und ich nicht. Ja, ich kann ja jetzt nicht mehr 30 einstellen. Du hattest aber gerade, du hast so viele. Naja, ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Ja, und ich habe nur 3. Und geht nicht mehr.
Wo speichere ich denn hier nochmal? Aber ich habe auch ganz viel Geld in die Ausbildung gesteckt von dem. Einmal verlassen. Server. Beitreten. Ich könnte noch mal mein altes Restaurant hier hinpacken, wo ich 104 Möbelstücke schon habe, wo ich krass war. Willst du mal sehen? Nee. Ich mach aber mal, weil ich selber sehen will. Braucht das langsam aufbauen. Wild, ne? Guck mal hier. Hier ist erstmal draußen dick Mucke. Wenn man reingeht. Achso, ist geschlossen. Mach mal offen hier. Was doch ein Name. Schiss. Restaurant. Guck mal hier. Hier kommen die Gäste, kommen hier alle angesprintet. Guck mal, hier habe ich 6 Köche. Ja. Ja. Guck mal, wie viele Leute ich hier eingestellt habe. Ja. Das kann ja nicht stimmen. Mach mal die Mucke hier an. Aber mach jetzt mit deinem Dincissimo weiter, das ist ja unfair. Mach ich ja auch, weil ich hier komplett durchgespielt habe. Ich wollte es mir aber einmal angucken. Die scheiß Mucke geht ja immer noch weiter, obwohl ich schon lange raus bin aus dem Spiel. Ja, ich weiß. Okay. Ich brauche mehr Platz und frischen Wind. Ich muss schnell woanders hin, sonst wachse ich hier fest. Mein jeder Tag ist so gleich. Ich zieh Runden durch mein Teich. Jetzt bin ich ganz woanders geswohnt, so eine Scheiße. Wie heißt du in Roblox? Der T-Apollo heißt T-Apollo 28. Wie immer. Wie ja. Überall. Dann habe ich dich erinnert. Natürlich darfst du den T-Apollo essen. Der verbrannte ist abgehauen und kommt einfach nicht wieder, wa? Der musste kacken oder so. Der ist auch gar nicht mehr auf dem Discord. Der spielt nicht wie gestern direkt GTA. Der ist einfach weg. Warum ist denn mein Restaurant so leer eigentlich? Irgendwie. So, und jetzt gucke ich mal. Ja, Koch kann ich nämlich jetzt einstellen, siehst du? Apollo? Bang, bang. Oh, ich bin 5 im Minus. Gar nicht gut. Ja, erinnere mich. Habe ich kein Problem mit, aber ich weiß nicht, wie ich das annehme. Mach mal die Mucke an erstmal hier. Ich muss ja hier das Spiel verlassen. Ja, ja, jetzt kannst du es eh nicht annehmen. Weil du wirst das Spiel jetzt nicht verlassen. Nö. Wer weiß, ob du noch mal reinkommst. Terpols. Warum kann ich keinen Barista mehr einstellen? Was willst du mit Barista? Du hast doch. Du hast mehr Getränke, aber willst du mich verarschen? Ja, aber die eine kann ich nicht besetzen. Ja, dann musst du wahrscheinlich auch nochmal neu schauen. Das ist wahrscheinlich ein Bug auch. Ja, ich habe auch Heißgetränke, die laufen auch echt gut. Was spielt ihr? Dingensbummen Simulator hier. Restaurant-Tycoon. Hole ich mir jetzt auch gleich. Ich habe erstmal in die Außenetage hier, Außenterrasse. Aber das Problem ist, hier kann halt niemand sitzen draußen. Na, ich brauche noch einen Kellner, ganz klar. Also die Kellner, die haben ja wirklich Probleme. Ich bin 16 Dollar im Minus. Ich bin dick im Minus, verstehst du das? Ja. Meinst du, ich muss noch mal
raus und noch. Bei mir hat es ja geklappt. Auf einmal konnte ich jetzt wieder Leute einstellen. Ich hasse wirklich diesen Tycoon, ne? Dass die Affen nicht mal irgendwie essen können rechtzeitig. Spielt ihr später was anderes? Nein, später sind wir weg. Wir machen noch eine halbe Stunde oder so. Vielleicht. So, dann sammle ich einmal. Ja, endlich haben wir wieder Geld da gelassen. Einmal Geld ein. 150 direkt wieder. Und dann verlasse ich einmal das Game. Hä? Mann. Na, kommt ihr wieder live? In 2 Wochen, am 3. 3.12. sind wir wieder live. Du, du, du. Hä? Achso, das ist weg. So, und jetzt beitreten. Du, du, du. Du, du, du. Was wollte ich denn jetzt kaufen? Ach genau, für die Terrasse draußen. So, dann gucken wir mal, ob ich den jetzt einstelle. Ein paar Gartenstühle, Holzklappstuhl. Hä, wo sind denn meine ganzen Kellnerinnen hin? Achso, da. So, jetzt. Boah, ist ja, jetzt kann ich auch wieder einen Barista einstellen. Eine Frau. Zack. Und noch einen Mülleimer braucht man. Ein Blümchen vielleicht? Da reicht das Geld noch, gerade so. Bin ich gleich wieder im Minus, aber egal. Dafür ist jetzt mein Außenbereich benutzungsfähig. Jetzt werden nämlich Leute draußen hier. Ja, nice, perfekt. Jetzt ging's tatsächlich. Der Mülleimer hin, die Topfpflanze. So, jetzt habe ich auch normale Getränke hier. Boah, die machen ganz schön krass. 3,6 Sterne, nur noch, was ist denn mit meinem Restaurant passiert? Absturz einfach. Menüauswahl ist gar nicht mehr vorhanden irgendwie. Von 5 Sternen wurden 2,5. Ich habe jetzt auch normale Getränke. Cola, Fanta, Sprite. Irgendwie wird sich auch niemand nach draußen setzen, habe ich das Gefühl. Ich habe auch nur noch 2,5. Ich habe nur noch 2,5, warum? Servicefreundlichkeit, ich habe die alle geschult, die sind alle bestens ausgebildet. Na, scheinbar nicht. Um wie viel? Wie viel Uhr meinst du bestimmt? Um 8. Was um 8? Um 8? Am 3. oder was? Ja. Ja, da bin ich nur nicht zu Hause. Ja, ich aber. Na, ich brauche auch die Bar. Die zahlt sich beim Apollo, glaube ich, aus. Zu sehr. Ja, hier die heiße Getränke auf jeden Fall. Ja, geht noch in ein Restaurant, wo es keine Getränke gibt. Und ich habe jetzt endlich auch meinen anderen Getränkestand auch. Was sind ihnen her? Ach, oben. Milchshakes, Milchshakes. Hier, kann ich jetzt Cola verkaufen, aber 100 Limonade, Wasser. 100 kostet eine Bar, ja. Ja, ja. Also Getränke müssen aber sein. Boah, so ein Kamin, der wäre auch geil. Oder ein Fernseher. Ein richtig schön TV. Wenn ich das die ganze Zeit offen lasse, kann ich das dann kaufen? Gleich? Ich brauche noch mehr Möbel. Komm, es gönnt aber auch niemand Geld, ne? Es sitzen Leute draußen, jawohl!
Ist auch gar nicht so klar groß der Stuhl mit dem Schirm hier. Guck mal, die setzen mit den Füßen auf den Tisch. Weil der Stuhl so hoch ist. Oh, Geld. Sag mir nicht, ich kann es nicht einsammeln. Muss ich doch schließen. Scheiße. Jetzt müsste ich nochmal laufen. Muss mein Restaurant mal umstrukturieren hier. Ich schließe jetzt mein Restaurant. Und sobald die fertig sind, dann ist erstmal Schluss hier. Das ist cool, ja. Danke. Oh. Der Theopolo ist 50 jetzt. Was ist mit mir? Wie alt du bist. Komm mal zu dir rüber. Zu Theopolz. Ach, du gehst shoppen? Außenbereich. Ne, ich muss... Muss ich dann den Außenbereich kaufen, wenn ich draußen einen Tisch aufstellen will? Ja klar. Ja? Ja, ohne geht halt nicht. 3,5 Sterne hast du nur, Apollo, Luscher. Hört sich an wie so ein richtig geiler Sommersong. Wie zum Beispiel der Lambugaiado von ApoRed. Klick hier Bodenfarbe ändern. Egal, hä? Man kann einfach sein Restaurant ändern. Für Diamanten. Was ist denn das für ein Restaurant? Eine Atomfabrik kann man sich als Restaurant nehmen. Ja, das sieht aber aus wie so ein Fischrestaurant eher. U-Boot-technisch. Oh ja, das könnte sein. Boah, das wäre auch ein geiles Restaurant, Apollo. Oder? Boah, das wäre cool, ne? Achso, wo kann man das denn machen? Für 10 Dias, hier vorne am Stand. An welchem Stand? An dem Stand hier. Ich habe ja das jetzt gerade. An welchem Stand denn? Da ist ein Stand draußen. Musst du einfach mal auf der Straße kurz dich umschauen. Ach da. Ja. Ach, Bodenfarbe kann man auch ändern. Klicke hier. Ach, wollte ich. Ich will ja hier. Ach da, das ist die Bodenfarbe. Ja, so ist auch schöner. Und die Bodenfarbe, was kostet die? 18. Auch 18. Ein schöner hellblauer Boden. So ein schönes helles Blau. Hallo? Ein sieht schöner. Perfekt aus. Ja, so ist schön. Oh, nice. Wirkt direkt ganz anders hier. Die griechische Taverne. Hier, schöner Holzboden. 10. Sag, da muss ich auch einfach mal. So, aber sieht das jetzt auch anders aus? Tatsache. Hat alles geklappt. Aber ich will mein Restaurant noch ändern. Das gefällt mir nämlich gar nicht, so wie ich das habe jetzt. Ich will das hier haben, nämlich. Bam! Sieht schon viel geiler aus direkt. Passt auch mehr, muss ich sagen. Oh, was ein scheiß Restaurant. Nervt mich jetzt schon. Das wird mich noch zum Ausrasten bringen, weiß ich.
Und das muss ich ja alles hier umplatzieren, weil das ja gar keinen Sinn mehr macht mit den Dingern. Lager. Lager. Jetzt habe ich jetzt keinen Hinterausgang mehr. Müll platzieren. Dann mache ich ja gleich. Warte, ich mache einfach mal alles weg erstmal. Alle weg von der Arbeit. Alle werden hier, die kriegen die Arbeit beendet. So. Dann sammle ich jetzt mein Bargeld ein. Das muss ich hier draußen jetzt auch alles ändern. Und mein Restaurant ist leer. Jetzt. Und bevor ich jetzt hier noch irgendwas mache, muss ich einmal ganz dringend die Stühle austauschen. Die 4 Stück, weil die gehen wirklich gar nicht. Das nervt mich einfach nur, dass sie nicht dieselbe Farbe haben. Müll platzieren. Heiße Getränkebar. Gleich. Restaurant WLAN mache ich erstmal hier. Kostenlos Wi-Fi. Hier die Amerika-Flagge. Da eine Weltkarte. Und hier ein schönes Bild hin. Und das auch das Willkommensschild. Kommt natürlich nach draußen. Mülleimer. Was mach ich denn da? Wie alt bist du aus Interesse? Wer jetzt genau? Dennis oder ich? Oh, draußen sitzen auch welche. Nice. Acht von diesen Scheißstühlen. Weil ich da glaube ich auch gerade welche von gekauft habe. Alle werden die gesellt direkt, da kenne ich nichts. Orange die ein. Das stimmt jetzt nicht. Da habe ich voll viel Geld verschwendet. Ja doch, mal 16. Passt. Das wäre Geburtstag im Nebenrestaurant. Erstmal die Mucke aus. Jetzt, weil die nervt tatsächlich, wenn hier niemand ist. Und wir platzieren. So. Erstmal nicht der Tisch. Doch der Tisch zuerst.
alles tatsächlich. So, jetzt muss ich mal meine Mitarbeiter einstellen. Arbeit beginnen. So, jetzt brauche ich noch Barista. Arbeit beginnen. Dann werte ich die alle mal auf. Und jetzt kann das Restaurant wieder öffnen. Baba-Restaurant habe ich jetzt. Super aufgewertet. 1A sieht das aus. 4,7 Sterne, Apollo. Mhm. Mach das mal nach. Die Mucke muss natürlich noch... Schöne Techno-Mucke da drin. Oh, ich bin an T-Apollo schon vorbeigefahren. Wo sieht dein Wagen, dein Haus kacke aus? Das passt ja eigentlich zusammen mit dem Dunkelblau vor der Terrasse. Was? Ja klar, warte doch mal ab. Ist ein griechisches Restaurant, hallo? Ja und? Was hat er mit, dem Blau? Sieht doch, passt doch nicht. Wo ist denn die Musik hier? Und wo ist das Geld? Warum nimmst du das Geld nicht mit? Sonst klaue ich dir. Mann, jetzt halt doch mal die Schnauze, Dennis. Was mache ich denn? Du nervst gerade. Wo, wieso nerv ich denn? Ich habe nichts gemacht. Ich bin hier gerade beschäftigt, Dennis. Ja, und ich habe doch trotzdem nichts. Ja, aber da habe ich keine Zeit jetzt hier, um blöde Fragen zu beantworten. Das sind keine blöden Fragen. Ich habe nur gefragt, warum du das Geld nicht einsammelst. Könnte ich ja der klauen. Nein, kannst du nicht. Das soll ich mal machen? Ich baue während des laufenden Betriebes um. Das ist mein Lieblingsspiel. Meins muss ich ehrlich sagen auch. Also das war wirklich eine wilde Zeit, wo ich das, da habe ich 12 Stunden am Stück gespielt. Na, ich war am Anfang tatsächlich ein bisschen skeptisch. Die Kunden rennen mir hier den Laden ein. Ich denke, ich kann erstmal weg. Tisch für zwei, der draußen ist ein Tisch für zwei. Einmal bitte. Ja, hier draußen haben sie einen Tisch für zwei, ne? Die wurden einfach woanders hingepackt. Frech. Ich wollte, dass die nach draußen gehen. 4,7 Sterne. Mal sehen, ob dein Restaurant das auch schafft. 3,6 nur, Apollo. Da geht ja, aber. Ich bin noch gerade dabei. Keine Angst, ich werde dich noch überholen. Bei mir ist alles auf 10. Ich werde erstmal neue Stühle kaufen hier. Das einzige, was bei mir nicht voll ist, ist das Design. Das ist nur bei 3,8. Ja, und Unterhaltung ist bei 4,8 nur. Deshalb hole ich mir jetzt ja auch gleich vom nächsten Geld einen dicken Fernseher. Ich habe ein Bargeld, ein bisschen Cash. Und jetzt hole ich mir einen Fernseher. Da kann man nämlich dann Dokus laufen lassen. Dede. Hier, einen dicken TV. Zwei Stück direkt. Was sind das hier? Rockradio. Hip-Hop Spanisch. Aber kostet Dias alles. Das ist voll teuer. Was sind da hinten? Manager-Schreibtisch. Der sammelt wahrscheinlich das Geld ein. Dann von selber. Wenn du einen Manager hast.
Nee. Natürlich. Aber ist das voll hier drin? Bei dir kauft doch niemand freiwillig ein. Da, also da kommt doch niemand freiwillig essen. Müsstest mal mein Restaurant sehen, wie das läuft. Die rennen mir hier wirklich alle die Bude ein. Ja, ich habe keinen einzigen freien Platz hier drin. Hier kommt einmal ein Fernseher hin. Und da auch. Die Uhr muss noch mittig. Eins A sieht das aus, wirklich. Nichts ist so schön wie mein Restaurant. Kann man den Fernseher auch anmachen irgendwie? Nö. Egal, Hauptsache der ist da. Hier $40 nochmal. Jeder Platz ist besetzt hier. Warum hat denn das Design jetzt so viel Dings verloren irgendwie? Oh, Invert Geburtstag. Das gibt wieder viel Geld, das freut mich. Dort zwei Leute am Geburtstag. Das wäre das nächste Upgrade. Ich denke, es lohnt sich auf ein Tycoon-Upgrade zu sparen. Ein erweitertes Grundstück lohnt sich, denke ich. Für 500. Ne? Ja. Hier ist irgendwer AFK. Hier liegt unendlich viel Geld. Aber der sammelt nichts ein. Hello. Das müssen wir unbedingt weiterspielen. Aber dann, wenn du wieder hier bist, Dennis, nicht, dass du zwischendurch schon das spielst. Ist ja nicht so, als hätte ich das schon 100-mal durchgespielt, das Spiel. Ich kenne ja eh alles in- und auswendig hier. Hören aber auch gleich auf, wenn ich den neuen Bereich habe. Das erweiterte Grundstück. Ah, weil ich Hunger habe. Ja, ich kann dir die Himbeeren gleich nochmal. 57 Barbecue liegt hier. Was ist denn hier für Kackmusik?
Ha! Ich hab meinen Koch jetzt abgegradet. Der hatte 12 Gerichte auf Lager. Für 50, ne? Hm? Für 50 Dias. Ja. So, konnte ich nicht, weil ich mein Haus hier verändert habe. Aber weißt du, was ich dafür hab? Was? Weißt du, was ich dafür hab? Was hast du dafür? Ein erweitertes Grundstück. Ich habe jetzt ein Riesenrestaurant. Ja, kann ich ja auch mir leisten. Weil natürlich durch den besser ausgebildeten Koch ich mehr Geld verdiene. Guck mal, sieht das doch schon deutlich bemerkbar macht. Ja, der direkt hier. Ist doch gar nicht mehr angestellt, wieso arbeitet die noch? Ach doch, ist sie, hä? Hm. Die gehen jetzt alle raus. Und platzieren. Mach ich noch ein paar Zweiertische hin dann da hinten. Mach ich hier so ein... Ne, die müssen weg, die vier Zweiertische. Wir müssen einmal alle rausschmeißen leider und das Restaurant schließen. Beschlossen, alle rauswerfen, tut mir leid. Hier wird jetzt umgebaut. Schon wieder? Das ist ja eigentlich gut. Da passt ja alles. Passt doch 1A. Das können wir auch direkt wieder öffnen. Und jetzt halt, guck mal, weil ich für eine riesen Fläche jetzt noch frei habe. Ach so, ja. Weil ich alles neu angeordnet habe und so. Ja, das ist gut, in der Tat. Ja, das ist auch mein nächster Schritt. Ich muss mich erweitern tatsächlich. Ein bisschen. 4,7 Sterne, immer noch. Das Design da fehlt halt ein bisschen an. Ist das erweitertes Grundstück dann oder was? Ja. Was ich anklicken muss? Ja. Ich gehe jetzt nochmal von dem Rest meines Geldes shoppen. Neue Tische und so, einen richtig großen. Habe ich nochmal einen Vierertisch jetzt gekauft. Wie wäre es mal jetzt mit auf der anderen Seite ein paar edle Tische, genau. 30, das ist aber teuer. Nee, war wieder kacke aus. Ah ja, genau. So. Ja, ja, da muss ich jetzt auch mal ein bisschen hier. Habe ich nämlich 2 von denen und jetzt habe ich kein Geld mehr. Wobei das mal dann beim nächsten Mal. Mir fehlt ein bisschen Geld für die Stühle. Dass ich hier umräume. $11. Super. Hier wird halt die edle Ecke in die Ecke kommen.
Obwohl, nee. Wäre irgendwie auch scheiße. Obwohl, doch. Da links sind nämlich die reservierten Tische dann. Das passt schon. Ich habe halt nur keine Stühle leider und ich bin dick im Minus. Liegt daran, dass niemand irgendwie bei mir kommen will. Ich warte auf ein T-Shirt. Steht hier, Apollo. Aha. Ich warte auf ein T-Shirt. Da hat die deutsche Übersetzung mal wieder super geklappt. Ich warte auf ein T-Shirt. Im Restaurant. Na, richtig voll hier bei mir. Ne, da muss man tatsächlich erst das Restaurant einmal schließen, bevor man das hier umbauen kann. Aber das läuft gerade so gut. Ich will ja jetzt nicht beim Essen sterben. Ah, du Lusche. Du hast hier die Kackbar und so. Aber du könntest auch so lassen. Du könntest ja hier noch eine andere Bar auf die andere Seite stellen. Weißt du? Ja, ich mein? Nee, ich will die Tische hier, aber ich will das alles ein bisschen entzerren auch. Aber es lohnt sich halt wirklich mehr, weil das so viel Platz. Guck mal, wie wenig Platz hier ist. Und komm mal jetzt in mein Restaurant, wie viel Platz ich da habe. Ich habe keine Tische dazugestellt, ich habe nur anders angeordnet. Komm mal in meins. Bei mir war komplett voll. Aber jetzt habe ich die anders angeordnet und guck mal, wie viel Platz jetzt ist. Nur weil ich anders angeordnet habe. Ja. Naja, sicher. Guck mal, hier ist alles frei. Und keiner hat was zu tun hier. Kein Geld. Guck mal, hier sind die gedeckten Tische. Naja. Nur ich habe noch keine Stühle dafür, weil ich 23 im Minus bin. Ja, ich bin ja auch dabei, gegen gedeckte Tische auszutauschen. Nee, nicht austauschen. Es muss ja auch noch was für die Luschen geben, die sich sowas nicht leisten können. Aber die gedeckten Tische, da... Ja, aber Getränke machen sich echt bemerkbar hier. Das läuft, Getränke. Merkt man. 3,6 hast du Bewertung. Du hast aber auch nix, keine Bilder an der Wände. Das ist einfach nur ein Kasten. Dein Restaurant. Setz die Kopfhörer bitte auf, es stört. Ja, wir hören doch jetzt eher. Nee. Erst will ich jetzt noch meine 4 Stühle haben. Vorher gehe ich hier nicht. Und außerdem will ich aus dem Minus rauskommen. Oh, guck mal, hier hat wer Geburtstag und ist traurig. Hm. Oh nein, wieder älter werden. Bald Rentner. Kaufe ich mal einen davon, um mal zu checken. Jawohl. $110. 172.
Geschäft läuft. Jetzt kaufe ich noch ein paar edle Stühle. So richtig bequeme Sessel. Ja, bei mir läuft auch richtig mit dir. Da, guck mal, und da kommt schon den nächsten her. Was kann ich noch für zwei? Oh, ich hole mir noch ein bisschen Geld und dann hole ich mir noch eine Bar. Geburtstagsparty. Eine Getränkebar hole ich mir dann. Ich hole mir nämlich jetzt alkoholische Getränke oder so. Was ist das hier? Bar für alkoholische Getränke? Milchshakes kaufe ich mir. Moin Luis. Kommst ein bisschen spät, weil wir hören jetzt auf. Gleich. Ja, aber in 2 Wochen sind wir wieder da. Am 3.12. Ich bin auch langsam müde. Echt? Du hast mich ja heute so früh geweckt. Das war 12:30. Ja, war es nicht. Du hast 11:30 mich geweckt. Weiß ich nicht warum. Obwohl, nee, das sieht kacke aus. Kommt ihr morgen wieder on? Nee. Nee, erst in 2 Wochen, wenn Dennis wieder bei mir ist. Irgendwie sieht das doch scheiße aus. Barista brauche ich jetzt nochmal. Wieso kann ich hier keine Barista einstellen? Ach, geht doch. So, jetzt hole ich nochmal Geld ab hier vorne. 166, damit kann ich jetzt nochmal meine Mitarbeiter upgraden. Kellner ist jetzt gemaxt. Stufe 3 ist gemaxt. Na ne, komm. Bis ich 50 Diamanten habe, machen wir noch. Mir fehlen noch 4. Das ist ein, zweimal Trinkgeld. Kann ich in 2 Wochen mitspielen? Ja, bestimmt. Ja, auf jeden Fall, klar. -4, ich bin wieder im Minus, weil die wirklich hier stundenlang am Fressen sind. Welch Fressen ist das schon richtig? Und warum hast du 700 und machst damit nichts? Weil ich spare. Auf was denn? Auf größeres Außengelände und alles. Und eine super Hightech-Küche. Ja, die kostet 100. Und warum, wo ist deine Musik? Die ist gerade ausgegangen. Mach an. Du hast dir doch nicht das DJ-Pult gekauft. Geschirr liegt draußen, Apollo. Sammel mal ein. Da fahren wir eigentlich mein Personal. 3,7. Ich kann das heute nicht mitspielen. Ja, wir hören jetzt eh auf. Draußen, ach ne, draußen sind keine Tische frei. Hier. 68. Mir fehlen noch $100. Was machen denn meine Kellner hier? Die stehen in den Tischen und so. Guck mal. Ja.
Soll ich mir ein Drive-In kaufen? Das lohnt sich doch gar nicht. Nee, ne? Noch nicht. Das lohnt sich auch später nicht, nur wenn du alles hast. Bis in 2 Wochen. Ja, tschüss. Boah, die haben aber alle ganz schönes Sitzfleisch immer, du. Was haben die? Sitzfleisch. Was ist das denn? Ja, wenn die lange sitzen bleiben. Das sagt niemand. Nur Bargeld. Ich brauch kein Bargeld. Ich brauch 4 Trinkgeld noch. 4 Diamanten Trinkgeld. Oh, ich hab schon wieder 10. Jetzt klingelt die Kasse. Und ich die nächsten nicht, Gäste lässt die Kasse klingen. Ich knack den Jackpot, pack die 1 in Chatkatsching. 3,7 hast du und ich hab. Was ist denn da passiert? 4,1 noch, was ist denn das? Servicegeschwindigkeit. Es sind zu mehr Leute einstellen direkt. Ja, ohne groß zu gucken. Kellnerin. 2 neue Kellnerinnen eingestellt. Ja, die würde ich auch direkt hier fortbilden. Wie soll ich das denn machen mit einem Dollar? Ja, das ist, wenn man so raushaut, die Kohle, ne? Was, wo hau ich den raus? Zwei Köche. Ja, was soll ich denn machen? Ich brauch 2. Du sagst mir doch ernsthaft, dass du nur einen hast. Ja, klar. Ja, das ist halt so, wenn man das Restaurant noch in deinem größten Stadium ist, hier. Was hast du denn dafür für das investiert, um das so groß zu haben? 500. Echt? Und damit so groß gekriegt? Ja, natürlich. Das ist bei dir gleich groß. Ich hab's nur anders angeordnet und bei mir steht nicht alles in der Mitte. Ja, ich hab's auch noch nicht zugemacht. Ich kann da noch nicht zu. Dann mach doch einfach mal zu. Das Scheißding. Aber das ist gerade so, das bringt gerade so viel Geld. Ich will die Gäste jetzt nicht enttäuschen. Das Geld, das bleibt doch. Du musst ja nur schließen und sobald die fertig sind, kommen halt keine neuen mehr. Ach so. Du musst ja nicht alle direkt rausschmeißen. Kannst natürlich. Ah, siehst du, es ist doch gar keiner mehr da. Mach jetzt erst zu, bevor du einsammelst. Geschlossen. Boah, ich hab 1089 schon. Ja, was willst du denn mit so viel Geld? Kauf doch mal was. Neue Tische oder so. Ich meine, wir hören jetzt eh auf, weil. Nee, kein Trinkgeld hier, ich glaube. Nochmal 64 Bargeld. Ein bisschen Trinkgeld. Ich krieg ein Dauernd Trinkgeld. Ja, ich hab 49 jetzt, genau. Kann ich dir nicht einen spenden oder was? Kann ich bei dir essen gehen? Nein, kannst du nicht. Da, Geld, Trinkgeld, Lusche. Bam. Ja, jetzt brauchst du nochmal 50 für den Koch. Ich lass aber mal, hab ich doch schon. Für den zweiten Koch. Ja, das ist ja scheißegal. Arbeit beenden und... Rausschmeißen. Arbeit beenden, nicht... er beendet die Arbeit, weil der Amerikanische, der gute Koch muss auch an die gute Küche. Der mit den 12 Gerichten. Der kommt direkt an die gute Küche. Ich weiß nicht, ob der an der guten war, das hat. Mein Restaurant boomt. Jetzt bin ich zwar wieder 5 im Minus, aber das ist ja normal. Was ist, wenn man hier einfach für immer stehen bleibt auf den Bändern? Oh, nix. Ich kaufe schon mal ein paar neue Tische. Weil damit geht das nämlich auch tatsächlich. Diese chinesischen Rundtische, die nehmen nicht ganz so viel Platz weg und sehen eleganter aus.
kaufe ich mal 5 Stück. Zack. Okay. Haben wir nicht noch Kinderpingui oder so? Was? Kinderpingui. Nee, haben wir nicht mehr. Warum denn nicht? Und warum ist meine Servicegeschwindigkeit so schlecht? Weiß ich auch nicht. Mein Service ist voll geil eigentlich. Alle sind voll schnell und so. Aber bei mir sind hier die ganzen Tische immer leer. So, und das nicht, weil keine Gäste kommen, sondern weil wir so schnell sind. $27 hat das nochmal gekauft. Einmal kaufe ich jetzt noch die neue Bar. So. Und dann hören wir wirklich auf. Da hackt einer. Lagermöbel. Nee, doch nicht. Ich kaufe mir erstmal ein dickes DJ-Pult hier. Achso, ich muss erstmal einmal hier Mitarbeiter alle Arbeit beenden. Der Barbecue-Grill kostet 200. Glaubst du das? Spielzeugkiste? Nee, wir hassen Kinder. Bei uns kommen keine Kinder rein. Kinderverbot in meinem Restaurant. Töde. Döde. So, der Scheiß. Muss ich das ja aber mal umplatzieren. Heute ballert die Mucke. So, jetzt einmal hier. Ich hab voll viel Geld. Ich hab. Na, gerade hatte ich 300 noch. Jetzt nicht mehr, aber. Ich stell mir noch eine Kellnerin ein. Da kenne ich nichts. Ich meine, wenn man das Geld hat. Gerichte werden auch irgendwie nicht schnell genug zubereitet, habe ich das Gefühl. Da brauche ich mal hier noch eine neue Küche, eine dritte. Noch einen Koch einstellen. Warte, nee, ich feuer die wieder. Ich will mal so einen japanischen Koch. Vielleicht macht der was anderes. Ich bin $2. Nervig. Kommt man nicht mehr daran jetzt? Wie nervig.
Doch, ne? Komm einfach. Was ist denn das Problem? Doch, kommt die doch. Passt doch alles. Ja, geht doch. Oh, es gibt auch Sushi in meinem Restaurant. Achso, wenn ich japanische Küche einstelle, dann kommen hier auch andere Sachen, obwohl das ein amerikanisches Restaurant ist. So läuft das. Okay. Lass mal meine Bewertung nochmal sehen. 4,6 Sterne. Servicegeschwindigkeit ist super. Design ist super. Und Menüauswahl und Unterhaltung sind voll. Wenn ich jetzt nochmal beim Teapolo gucke, der hat nur 4,4. Da ist gar nichts auf 5, außer die Menüauswahl. Ich bin noch gar nicht fertig. Brauche ich für den Grill jetzt noch einen extra Koch? Teapolos. Einlagern. Mal die Möbel. Sieht ja leer aus hier, ne? Und warum hast du hier Ukraine-Farben in deinem Restaurant? Das hat ukrainische Restaurant. Hier alle blau-gelb. Blau-weiß. Ja, die ersten. Blau-weiß war doch besser. Wäre doch besser. Ein Schalke-Restaurant. Da kommt dann aber niemand hin. $36 Lohnkosten habe ich jetzt schon. Wie findest du das? Wie viele Lohnkosten hast du? $1. Hast du nicht? Sag jetzt. Doch, stand ja gerade da. Lohnkosten noch nicht. Sie müssen nur jetzt. Doch, stand gerade $1 Lohnkosten, Dennis. Weil gerade keine Arbeit. Ach so. Ja, warum arbeiten bei dir niemand? Weil ich gerade zu hab. Ja, und du kannst dich doch arbeiten lassen. Die müssen auch irgendwie ihr Geld verdienen. Hier draußen liegen noch $48, die können von jedem geklaut werden. Oh, was ein schöner Tisch. Wo liegen noch $48? Ja, draußen. Naja. Zack, geklaut, Lusche. Sind jetzt meine. Was willst du machen? Du Scheiße, hier geht direkt schon wieder die Mucke los. Doppeltrinkgeld hintereinander, ihr Lust. Na, wir hören jetzt auf. Ja, warte, ich will jetzt gleich noch wenigstens eröffnen wieder. Oh. Na gut, mach ich das nächste Mal die Eröffnung. Nein, jetzt mach. Nee, ich hab ja, das dauert noch ein bisschen, Dennis. Ach so, ja, es ist nämlich schon 5, wir wollten um 4 Uhr aufhören. Naja, dann machen wir nächstes Mal weiter. Speichern. Gut, Freunde, ja, das war's für heute. Eieiei. Also, da haben wir doch nochmal einen Tycoon entdeckt, der ganz nice ist. Ich kenn den ja schon. Und ja, da machen bitte wir bitte setz deine Kopfhörer auf oder mute dich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Was ist? Man hört alles im Stream doppelt. Ja, dann hören sie es halt doppelt, Dennis, der zweite. Apo, das ist der beste Stream seit mehreren Jahren. 106 Aufrufe. Echt? Ja. Nee. Doch, schau doch. So viel hatten wir das letzte Mal beim Live-Event, beim neuen Season-Stream. Der Roblox zieht halt, ne? Ja, eben. Da kommen die ganzen kleinen Kiddies.
Ist ja egal, aber dann machen wir diesmal auf jeden Fall weiter, Freunde. Und wir fangen an am 3. mit Fortnite, Dennis, mit dem Events. Nee, ich nicht. Ich fange da mit Roblox an. Achso, ja gut, kannst du schon. Das Event ist ja erst um 22 Uhr. Wann kommst du nach Hause? Ich werde, irgendwann kann ich dir den Samstag. 21:30 musst du zu Hause sein. Ja, ich versuch's, Dennis, aber ich weiß nicht, wie voll es ist und so. Ich kann es nicht sagen. Einfach nicht hinfahren? Doch, natürlich. Warum das denn? Weil es wichtig ist. Warum? Ja, weil es beruflich wichtig Sag, ist. Sag, du hast Durchfall und musst einmal früher nach Hause. So, Freunde, also bis in 2 Wochen auf jeden Fall. Und ja, wünsche euch einen schönen Abend. Einen schönen Tschüss. Und einen guten Start in die Woche. Macht's gut. Ach du Scheiße, morgen.